Hallo zusammen und willkommen bei der SVA It's Late Night. IT und Late Night. Heute wollen wir uns zum Thema Agilität unterhalten. Das Thema Agilität beschäftigt gerade ganz viele in unserem Umfeld. Und dazu habe ich einen Experten von der SVA eingeladen, den Falko Scholz-Meutz, den ich jetzt gerne zu uns auf die Bühne bitten würde. Falko, komm zu uns. Hallo Sarah. Hallo, setz dich gerne. Dankeschön. Schön, dass du da bist. Ja, ich sehe, du hast auch schon was mitgebracht. Dazu kommen wir gleich. Vielleicht können wir unseren Zuschauern erstmal erklären, wer du denn bist, wo du herkommst und vielleicht auch, warum du dich mit dem Thema Agilität beschäftigst. Ja, ich bin der Falko Scholz-Meutz. Ich sitze auch hier am Standort Wiesbaden, mache schon seit ein paar Jahrzehnten IT. Und im Laufe dessen bin ich auch durch verschiedene Rollen, auch Führungsrollen, so ein bisschen mit hingekommen, wie kann man sich gut aufstellen, wie kann man sich gut organisieren, wie kann ich die Arbeitsflüsse am besten optimieren. Und bin da so 2013 mit der Agilität in Berührung gekommen und habe dann einen Begriff für das gefunden, was ich schon immer gemacht habe. Das ist eigentlich sehr erfreulich. Und ja, seitdem tauche ich da immer tiefer ab und versuche es für mich und jetzt auch in der Unternehmensberatung für andere anzuwenden. Das hört sich auf jeden Fall sehr interessant an. Und es hört sich auch so an, als hättest du schon vor dem Begriff so gearbeitet, was ich grundsätzlich auch schön finde, denn so sind viele Menschen an die Agilität gekommen, so auch ich. So, wir haben heute ja Agilität als Thema und ein ganz, ganz wichtiges Element bei Agilität ist es ja, dass man Meetings in gewissen Zeiten auch hinkriegt. Dafür gibt es das Element der Timebox und jetzt habe ich mal was mitgebracht, weil ich habe gedacht, es ist ja langweilig, wenn du jetzt hier 10 Minuten darüber erklärst, was denn Agilität ist. Und deswegen stelle ich dir jetzt mal eine Timebox. Und dann wäre es echt cool, wenn wir einen Flipchart hier hätten bei uns, weil dann kannst du nämlich wahrscheinlich mit deinen vorbereiteten Zetteln ganz gut die Agilität erklären. Ich sag dir, wann die Timebox läuft, dann stehen wir auf, rennen zur Tafel und fangen an. Und jetzt läuft deine Timebox. Ich noch kenne Dalli Dalli, ne? Mhm. Okay, also ich fange mal an. Es geht relativ zügig für die Grundlagen. Zunächst sage ich, Agilität ist etwas, es ist keine Methode oder Werkzeug. Ja? Es wird ja immer gerne verwechselt, das macht diese und jene Methode, das ist agil und weil wir das machen, sind wir agil. Ja? Und dann habe ich noch ein Zettelchen vorbereitet, wir arbeiten hier bei agilen Moderationen gerne mit Flipcharts, Kärtchen und so, ein bisschen in die Klischeekiste greifen hier. Für mich ist es die Anpassungsfähigkeit eines Unternehmens, einer Gruppe an sich ändernde Rahmenbedingungen. Das heißt, es passiert etwas am Markt, was ich nicht vorhersehen kann und plötzlich muss ich reagieren. Nehmen wir jetzt die Corona-Krise, wo alle auf Homeoffice umsteigen mussten. Und da ist ein Unternehmen sehr schnell durch seine Organisation und seine Art zu arbeiten dazu in der Lage, sich dieser Situation anzupassen, um die Probleme zu lösen. Also das sind für mich die beiden Kernaussagen, das, weil es sehr oft verwechselt wird und das, weil es das in meiner Wahrnehmung, in meinem Wesen, in meiner Erfahrung so ist. Mhm. Super. Gibt es noch Zettel? Ja. Super, dann machen wir einfach weiter. Machen wir einfach so weiter, so lange, bis die Timebox abläuft, wir haben ja Zeit. Ja, das müssen wir ja schauen. Ja? Okay, also, zunächst ist es natürlich auch Anpassungsfähigkeit, Methode. Es ist eine Einstellung, die ich haben muss. Ja? Ich verweile jetzt bewusst das gruselige Wort Mindset, was so gerne gemacht wird. Ja? Also ich muss eine gewisse Art und Weise haben, an Sachen ranzugehen. Von meiner Persönlichkeit her muss mir das Spaß machen, was bei mir zum Beispiel der Fall ist. Und deshalb habe ich das für mich auch sehr stark adaptiert. Dann, wir machen das ja nicht zum Spaß, brauche ich sowas wie eine klare Kundenorientierung. Das ist für mich auch ganz oben. Also ich muss wissen, für wen mache ich das, warum mache ich das. Ich will ja auch etwas damit erreichen. Ja, ja, und wenn ich Kunden habe, habe ich auch Menschen und ein Menschenbild und Leute, die da arbeiten. Auch für mich ganz wichtig. Für mich einer der Gründe, warum ich zur SVA gegangen bin, das Menschenbild. Ich muss ein positives Menschenbild haben. Da brauchen wir jetzt nicht in diese Theorien einzusteigen. Aber wenn ich sage, ich Chef, du nix, ist das falsch. Ja? Da zählt so mehr das ganze Wir. Ja, und dann, ich mache es nicht, um es zu machen. Oh. Da sind wir schon fertig. Da ist schon fertig. Ich hätte noch mehr. Sehr schön. Naja, dann würde ich einfach vorschlagen, weil es so interessant ist und weil wir auch nicht ganz durchgekommen sind. Die Kernaussage hatte ich ja. Genau, die Kernaussage ist drin. Aber was steht denn auf dem Rest der Zettel? Was steht noch davor? Naja, also ich mache ja nicht agil, weil ich sage, ich nehme eine Methode, ein Werkzeug. Ich mache agil, weil ich bestimmte Problemfelder habe. Und das Problemfeld, was ich habe, das ist das komplexe Umfeld. Das heißt, ich weiß nicht genau, was gleich passiert. Ja? Schönes Beispiel ist, ich spiele Mikado, die Stäbe fallen. Und dann kann ich auch nicht sagen, wenn ich den ziehe, wird genau das passieren. Ich habe eine Vermutung, dass das passiert. Und ich muss mich so langsam ranpasten. Man nennt das dann iterativ, inkrementelles Vorgehen. Dass ich mich langsam diesem Problem näher und kann das dadurch natürlich sehr gut managen, weil ich schrittweise vorgehe. Ansonsten arbeitet man im Agilen natürlich sehr stark mit Zielen statt mit einem konkreten Scope.
beliebtes Beispiel von mir ist immer, ich baue ein Badezimmer und früher sagte man, ich brauche eine Dusche, eine Wanne, eine Toilette, das muss alles da sein. Imagieren wir mal, ich habe ein Ziel, mich waschen zu können. Da habe ich ein bisschen mehr Handlungsspielraum, ein bisschen mehr Freiheiten, auf dieses Ziel zusteuern kann. Das kann die volle Ausprägung sein, das kann auch nur ein Teil der Ausprägung sein. Wenn ich dabei sehr transparent bin und hole meine Kunden immer ab, habe ich doch eigentlich einen ganz tollen Effekt, dass dann hinterher natürlich auch rauskommt. Mache ich also auf dem Weg zum Ziel, entscheidet sich, was überhaupt der Scope ist? Könnte man das auch so sagen? Naja, ich habe ja schon ein Ziel, auf das ich hinstelle, das beinhaltet ja irgendwo einen Scope. Genau. Aber ein Ziel formuliere ich ein bisschen freier, ein bisschen grober und ich sage das, sondern ich möchte mich halt waschen können. Und das kann beinhalten ein Waschbecken, aber auch eine Dusche. Mhm. Ja, das wäre so mal das Beispiel, was ich nehme. Mhm. Was habe ich noch auf meinem Zettel? Naja, wir haben ja schon ein Menschenbild gehabt, ein eher positives Menschenbild. Und da sollten die Menschen, die dort arbeiten, selbst organisiert sein. Sie sollten selber wissen, was zu tun ist. Ein schönes Beispiel ist auch diese Veranstaltung, die wir hier machen. Die ist auch selbst organisiert durch Mitarbeiter und nicht durch große weiße Menschen, die gesagt haben, mach das mal. Also auch ein Grund, warum ich eigentlich jetzt auch hier arbeite. Guter Punkt. Ja, ja. So, und das Nächste, was wichtig ist, ist das, was wir beide jetzt hier machen. Kommunikation. Ja, viele Menschen wollen Kommunikation, aber keiner kommuniziert. Das ist leider immer das große Problem, was wir oft haben. Und man muss halt miteinander reden. Das geht immer in beide Richtungen. Und deshalb ist es natürlich wichtig, dass das auch ein ganz großer Punkt ist. Der Vollständigkeit halber, die Timeboxing steigert die Effizienz jeder Unterhaltung. Die haben wir ja heute schon gesehen. Ja, und wie Valentin immer sagt, das ist alles gesagt, nur nicht von mir. Immer eine schöne Sache in einem Meeting. Ja. Ja. So, und was brauche ich? So ein bisschen so Handlungsrahmen. Ich will es nicht außen vor lassen, ist natürlich das Agile Manifest. Das sind diese vier Grundsätze für agiles Arbeiten. Müssen wir jetzt hier nicht durchgehen, aber daran kann ich mich sehr gut entlanghangeln und sagen, ja, das ist es. So kann ich arbeiten, kann ich mich immer darauf zurückziehen. Das ist eigentlich ein ganz guter Rahmen, vier Grundsätze, die ich so befolgen kann. Und ich möchte besser werden. Deshalb habe ich auch nochmal Retrospektiven mit aufgenommen. Eine Art Methode, Moderationsform, die ich mich ständig optimieren kann und auch immer besser werden kann. Und für mich noch ein ganz persönlich wichtiger letzter Punkt, das ist der gesunde Menschenverstand. Ja, also wenn man sich anguckt, was oft so passiert ist in den letzten Jahren, wie Leute arbeiten, wie es strukturiert wurde mit Formalismen und, entbehrt manchmal der Grundlage, warum machen wir das eigentlich? Ja, könnten wir nicht einfach mal aufeinander zugehen und miteinander reden? Also gesunden Menschenverstand wieder ins Spiel bringen und nutzen. Mhm. Der letzte Zettel ist einfach nur leer. Sehr gut, damit wir vielleicht noch was hätten aufschreiben können. Genau. Gut, dann setzen wir uns wieder. Ja, vielen Dank. Danke für deine Erklärung und auch, dass du das vorbereitet hast. Was ist dein Appell an die Welt da draußen, warum Unternehmen agil arbeiten sollten oder agil werden sollten? Warum? Naja, es steht eigentlich schon alles da. Für mich ist das Wichtigste, wenn ich ein Unternehmen habe, bin ich ein wirtschaftliches Unternehmen und möchte auch besser werden. Ich möchte meine Produkte verkaufen. Man liest ja immer wieder diesen Begriff dieser VUCA-Welt, das soll ja eigentlich dieses Komplexe alles sein. Und da muss ich halt anpassungsfähig sein, um weiter am Markt zu bestehen. Ja? Also deshalb sage ich immer, dass die Anpassungsfähigkeit unseres Unternehmens ist sehr wichtig. Mhm. Ja, es ist nicht nur, dass ich die neueste Innovation mitgehe, wie zum Beispiel von der CD zu DVD zu Blu-ray, sondern ich muss so innovativ sein, dass ich auch weiß, dass demnächst Streaming kommt und deshalb mein Produkt hinten runterfällt. Ja, also das ist das, wo ich sage, macht euch anpassungsfähig, benutzt den gesunden Menschenverstand und behandelt euch in einem Unternehmen als Menschen und nicht als Gefolgsleute, Untergebene oder sowas. Und wir sehen uns hier bei uns im Unternehmen, was da passieren kann, wie sich ein Unternehmen entwickelt. Und das macht dann eigentlich enorm Spaß für alle, darin zu arbeiten. Super. Das war ein super Schlusssatz. Wenn ihr euch jetzt für das Thema Agilität und was ihr als Kunden oder als Menschen damit machen könnt, interessiert, geht auf www.sva.de und informiert euch oder meldet euch bei uns. Vielen Dank.